So, liebe Leute, und da sind wir wieder bei Savage Lands 0.3.0. Und es gab echt ein Update. Ja, es kam doch noch rechtzeitig raus, aber ich habe jetzt die andere Folge schon gedreht. Deswegen ich da jetzt nicht noch so einen großen Deal draus mache, da irgendwas abzuändern, auch vom Veröffentlichungsdatum. Und wir werden auch schon gleich angegriffen. Na, das ist ja ein toller Beginn. Wow. Aber er gab uns gleich Essen. Also ich wollte halt, wie gesagt, das nicht dann die eine Folge dann untergehen lassen, sondern dachte mir, hey, komm. Ups. Ernsthaft? Verdammt. Wollte halt entsprechend das dann hier einen Tag später veröffentlichen, um halt auf Nummer sicher zu gehen, dass das auch alles funktioniert. So, was gab es dann in dem Update? Es gibt seit dem Update jetzt hier ein paar weniger Waffen. Und zwar die getragenen sind komplett weg. Ja, das seht ihr hier. Basic Weapon. Es hat sich hier einiges geändert, auch was Schaden angeht. Und das muss ich jetzt mal ganz kurz gucken. Sehne, Stone. Wollen wir nehmen die Flint Axe? Da. Da brauchen wir zwei Flint. Haben wir doch hier irgendwo noch rumliegen. So. Craften wir mal. Und packen die Flint schnell wieder zurück. Ja, des Weiteren gab es dann hier den Bogen. Ich guck mal gerade. Hier sind die Pfeile. Und irgendwo haben wir dann auch den Langbogen. Da. Leatherhide, Locks. Und noch vieles mehr. Und natürlich gab es auch ein paar Anpassungen, was die KI angeht. Gerade bei den Tieren war es ja so, dass man sich sehr leicht an die Tiere ranschleichen konnte. Zu unserem Nachteil, jetzt muss man schon ein bisschen mehr kämpfen, um an diese blöden Tiere ranzukommen. Aber nun gut, ja. Und es soll jetzt auch mehr Lager geben, die man dann entsprechend einnehmen kann. Beziehungsweise einnehmen klingt so ein bisschen abgehoben. Es sind jetzt nicht direkt Lager, sondern Lager spawnen jetzt hier, sind jetzt mehr in der Gegend verteilt. Und da kommt man schon wieder ein Skelett. Ah, oh, was willst du denn? Stirb! Nee, nicht ich sterben, du sterben. Hui. Oh, verdammt, ich habe zu viel im Inventar. Ach, der liegt ja immer noch da. Den muss ich jetzt auch irgendwann mal looten, dass das wegkommt. Ich hoffe mal, das Feuer brennt noch, dass ich da schnell noch das Holz nachlegen kann. So, mit eh schnell nachgelegt. Passt. Stopp, bevor ich da jetzt weiter an dem Haus baue, möchten wir natürlich erstmal unsere Axt dann einfügen. Und natürlich hier noch ein bisschen weiter das Grün beseitigen. Ach, Axt, habe ich schon gesagt. Den Bogen. Den Bogen. Da muss ich mal gucken, ob ich dafür überhaupt schon alles habe, um mal einen Bogen herzustellen. Da kann ich erstmal was essen. Das ist auch erstmal ganz gut. Njam, 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 njam. Muss ich noch kochen? Da haben wir eine Sehne, da haben wir eine starke Sehne. Warte mal, da habe ich auch noch Sehnen. Ui. So, gucken wir mal ganz kurz. Longbow, den kann ich jetzt schon herstellen. Dann haben wir jetzt einen Bogen und jetzt fehlen uns noch die Arrows dazu. Arrow, haben wir noch einen anderen? Reckless Edge. Ach, genau, hier kamen noch einige dazu. Guck mal hier, was das für eine geile Axt ist. High Quality Bärenpelz. Stimmt, die Bären sind auch wieder mit drin. Flashbound Hammer. Also, die haben hier ein bisschen auch was an den Waffen geändert. Boah, geil. Leatherhide. 18, 18, 18. Wolfsbane. Und wo haben wir ihn? Den Skull Smasher. Der hat nicht mehr die 22 wie davor als Ziel angesetzt, sondern nur noch die 10. Also, jetzt, ist es so, dass unser Schwert zum Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Schaden das macht.
Moment, ich höre doch da die ganze Zeit was. Ernsthaft? Gut, haben wir den auch erledigt. Mann, 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 Mann. Also, ihr seht, es hat sich wieder einiges geändert. Einiges eigentlich relativ zum Guten. Anderes halt natürlich jetzt nicht so zum Guten, negativ für uns, aber, ne, ja. Was auch ärgerlich ist, dass man hier immer noch nicht stacken kann. Kohle haben wir jetzt davon so viel. Was haben wir hier noch? Low Quality, High Quality, Medium Quality. Aber immer noch nicht alles das, was wir dann so später mal brauchen. Aber ich glaube, ich sollte mir mal eine Tasche noch machen. Gucke ich mal ganz kurz die Taschen. Stärke, Sehne. Einen Rucksack könnte ich mir noch mal herstellen. 4 Platz. Was brauchen wir hierfür? Einen 10 Platz. Oh. Kohle haben wir. Haben wir. Wolfspelz haben wir, glaube ich, auch 3 Stück. Gucken wir doch mal. Haben wir Wolfspelz? 3 Stück Kohle brauchen wir auch. Und Medium Quality Ore. So. Jetzt gehen wir mal ein bisschen mehr hier hin. Haben wir hier noch Wolfspelz? Nein. Hier noch? Nein. Hier? Nein. Okay. Also es fehlt uns auch ein Wolfspelz. Das heißt, dann müssen wir uns doch erstmal nur einen kleinen Rucksack machen und dafür brauchen wir Leatherhide. Und das haben wir natürlich auch alles aufgebraucht. Ah. Ein Kompass. Low Quality Metal Ore. Und das haben wir doch hier irgendwo. Das müsstest du sein, ne? Genau, dann können wir hier die... das Wolfspelz erstmal wegpacken. Ach, jetzt brauchen wir die Schmiede. Oh, guck mal, da sind Tiere, da sind Tiere. Aber jetzt hier ganz kurz Essen kochen. Was? Komm mal ganz kurz essen. Upsa, falsche Taste. Und dann fügen wir das mal hier eben ein. In die 4. Essen wir eben was. Oh, der Drache da oben geht ganz schön ab. So. Oh, die sind ein bisschen scheuer. Also man hat es schon gesehen, sie sind jetzt schwerer zu bekommen. Dafür kann man sich ja jetzt einen Bogen herstellen, ne? Okay, wir müssen zur Schmiede. Um uns einen Kompass herzustellen. Komm her, du haust jetzt auch mal ab. Ne, das nehme ich jetzt alles mal nicht auf. So, jetzt mit K bringt mich das eh nicht weiter. Und wir stellen uns mal hier einen Kompass her. Mal gucken, was uns der Kompass bringt. Wo haben wir denn den Kompass? Ach, da. Okay. Damit kann ich jetzt schon diverse Sachen sehen. Aber mich noch nicht wirklich orientieren. Also. Boah, guck mal, was hier an Tieren ist. Boah. Cool, da ist das letzte Stück, was uns fehlte. Für den Rucksack. Das ist natürlich praktisch. Wenn einem sowas gleich geboten wird, kann ich das ja doch nochmal aufsammeln. Machen wir erstmal das beiseite. Ach nee. Ich brauchte 2 davon, ne? Ach, verdammt. Egal, packen wir erstmal hier alles wieder runter, 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 runter. Die Sehne runter, die Sehne runter. Das da stacken wir nochmal eben. Und, packen wir ganz kurz mal dahin und essen einmal. So. Jetzt bin ich ja mal neugierig. Also,
Gerade weil die Tiere jetzt anscheinend ja auch so mehr ins Dorf kommen. Finde ich das natürlich interessant. Achso, ja, wir haben hier noch den Crude Hammer. Da können wir mal ganz kurz uns um die Pfeile kümmern. Ich bleibe natürlich immer so steif mit meiner Hand. Flint ist gut, Flintstone. Gleich auch einsammeln, passt auch. Okay, der Stein ist auch leer gefarmt. Schade, 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 schade. Also wir haben jetzt schon wieder einiges an neuen Sachen gesehen. Besonders interessant, wie gesagt, finde ich den Kompass. Habe ich noch Platz? Ja, ich habe noch Platz. So, und jetzt müssten wir eigentlich schon eigentlich alles dabei haben, um uns... Was? 5 Flints? Ne, also die wollen wir jetzt noch haben, ne? Okay, wir wissen, entgegengesetzt müssen wir laufen. Auch aus kleinen Steinen bekommt ihr was raus. Und selbst wenn es nur Steine sind. Und Kohle. Und Steine. Und Steine. Genau, mit den Steinen könnt ihr auch was machen. Das kann ich ja dann auch nochmal zeigen. Eigentlich aber nicht in dieser Folge, sondern dann in der nächsten. Was ich jetzt noch suche, ist Flint. Na komm. Wieso kann ich keinen Flint aufnehmen? Ach so, weil ich schon genügend Flint habe. Genau. Da habe ich jetzt 5 Pfeile. Und mit denen kann ich dann jetzt auch jagen gehen. Was macht jetzt so ein Pfeil eigentlich an Schaden? 25 Max Stack Count und 14 Schaden. Das ist doch schon mal etwas, ja, wenn ich jetzt über... Oh nein. Komm her. So, Wolfspelz, jawohl. Woran hab... Achso, kein Platz mehr in der Tasche. Nehmen wir das mal auf und, okay, ich weiß ja, wo der Wolf liegt und dann können wir ihn dann nochmal looten. Die Sachen bleiben ja eh da liegen. Gehen wir zurück und mit dem Wolfspelz können wir uns dann auch noch eine größere Tasche herstellen und diverse andere Sachen. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö.